Bis jetzt brauchen wir es wirklich nicht. Also. Ab in die Kruzifixe! Ich sehe es kommen. Jeff, hast du das gesehen? Hast du die... Jeff, hast du die Alte gesehen? Oh mein Gott, Jeff! Das, was bei der jetzt an Schaden... Hallo, Schätzchen. Man nennt mich ja nicht umsonst den Bitch Hunter. Nee, Leute, mal kleiner Spaß am Rande. Muss auch mal sein. Säure. Nein. Das ist gemein. Das ist gemein. Das ist gemein. Das ist echt gemein. Da einen roten hinter. Digga! Nein! Alter! Finde ich jetzt immer so witzig. Warum?
Oh! Von hier soll die Bitch mal kommen, ey. Das war aber jetzt aber geil. Muss ich ja mal lassen, ne? Also das ist neu. Das ist insofern neu. Ich werde jetzt mal nichts zu sagen zu dem jetzigen Fortschritt, den wir machen, aber ja, manchmal tut auch eine Pause auch echt gut, ey. Muss man ja sagen, ne? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir mit so viel Elan jetzt zurück, aber ja, wenn man so ungefähr weiß, wo man hin muss. Das ist halt das Ding an dem Spiel. Witcherhound ist ein Spiel, wenn du es nicht streamst oder Let's Playst, dann ist es ein Spiel zum viel selber herausfinden. Also, es gibt so viel, was man dann halt selbst herausfinden muss. Oha! Das Spiel ist eine Bitch, ey. Eine richtige Bitch, ey. Heißt auch Bitchhound. Ja, auf jeden Fall, das Problem ist einfach, das Spiel gibt einen keine genaue Anleitung. Heißt, du weißt einfach nicht genau immer, was du tun musst. Insofern ist das Spiel ein Arschlochspiel, weil es zeigt dir wirklich nicht, was du tun sollst. Es, gibt hier so grob halt eine Möglichkeit, aber du musst halt viel selber suchen. Und ich denke mal, wenn du das privat halt spielst, dann kannst du dir auch halt die Zeit nehmen. Dann spielt man auch anders. Da bin ich selber ehrlich, ich spiele auch anders, wenn ich halt nichts aufnehme oder streame. Aber wenn du halt streamst oder Let's Playst, dann musst du halt gucken, dass du die Spiele zu einem gewissen Zeitpunkt so gut wie möglich halt rumkriegst. Und dann sind solche Spiele, die einem keine Anleitung geben, einem nichts sagen, was man tun muss, im Prinzip. Ich will jetzt nicht einen kompletten Spoiler-Alert haben, aber es wäre schon nice, wenn man so ein paar Hinweise bekommen würde. Aber ja. Wir haben jetzt ein paar Fortschritte. Das ist ja schon mal was. Das ist schon mal viel. Das ist sehr, sehr viel. Muss man, ne? So. Dann knallen wir hier nochmal ein Kruzifix hin und wir haben da nochmal eins. Würde ich einfach sagen, wir gehen nochmal da hinten hin und knallen es der Alten richtig rein. Okay, ich habe nicht mehr genug Mana. Das ist insofern scheiße, weil ich jetzt keine zweite Chance habe. Das heißt, wenn die mich kriegen, bin ich tot. Bin ich richtig am Arsch. Also wäre es nice, wenn irgendwo noch so ein Untoter spawnt, dem ich vielleicht ein bisschen Mana noch entziehen kann. Weil du wirst dir Safe Mana brauchen. Aber die Viecher kommen ja nie, wenn man sie braucht. Die kommen immer so unerwartet, wenn die Bitch dann halt angeflogen kommt. Nein.
Schätzchen. Daddy ist da. Ja, eigentlich ist er nicht da, aber... Ja, komm, hat jetzt ein bisschen... Jetzt Kruzifix! Nein, Flüsterer, lasst mich! Was? Sag nicht, wir haben sie tot. Ja, geil! Ja, 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 ja. Hui. Bei der weiteren Untersuchung des Hexenkörpers kamen wir zu dem Schluss, dass sie kürzlich ein Kind des Teufels zur Welt gebracht hat. Es erklärt, warum Untote immer noch durch den Wald streifen und warum sie so aggressiv war. Ich muss es finden und zerstören, bevor es stärker wird. Sonst wird es unaufhaltsam. Really? Das Kind des Teufels? Oh man, ey. Killing that witch is a major victory. Unfortunately, it seems that even more people in Belleville are gone. I hope you will be able to find and kill that son of a bitch before it's too late. Good work. Gute Arbeit. Ich bin auch dafür, dass wir jetzt Silberkugeln brauchen. Ja, alles klar. Alter, dir fällt auch nichts in deiner Stadt auf, ne? Wir gucken jetzt mal kurz, ob sie da ein paar Sachen halt verändert haben. Wäre ja schon nice, ne? So, dann, wenn ich mal überlege, ihr startet Montag im Prinzip mit der Aufnahmesession, wo, ich noch gegen den Baum, also mit der alten Aufnahmesession, wo ich noch gegen den Baum gekämpft habe. Und jetzt sind wir bei Samstag und die Hexe ist tot. Also es geht, also ich habe gedacht, ich müsste ein bisschen schneiden, aber wenn es in dem Tempo jetzt weitergeht, dann kann ich mich nicht beklagen. Ich glaube dann, vielleicht nicht in dieser, aber in der nächsten. Oder ich nehme jetzt einfach... Gut, dass wir hier nochmal vorbeigeschaut haben. Details, Leute, Details. Und das ist jetzt wieder mehr Geld, was wir bekommen. Das ist ja auch schon mal viel wert. So, hier waren wir schon drin. Hier kommen wir nicht rein. Und, ich glaube, das war es jetzt auch mit unserer kostenlosen Heilung. Der Einzige, der hier noch da ist, ist der Händler, der sich noch traut, mit mir zu handeln. Hey, hey, ho. Alles klar. Okay, gut. Das war jetzt ein guter, aber bei der Hexe muss ich sagen, das war ein echt guter Mix aus Kruzifixen und die dann abzuballern. Das hat echt viel gebracht. Ich bin auch echt froh, dass wir das so hinbekommen haben. Okay, die Kirche ist verlassen. Das ist über... Ey, Latten Joe, tu doch mal was hier!
Der Medizinmann bringt uns jetzt auch nichts mehr. Der hat wahrscheinlich das zeitliche auf dem Klo gesegnet. Das Kind des Teufels. Jetzt haben wir hier noch so eine kleine Apokalypse am Start. Ich frage mich halt nur, wer den Heiler umgebracht hat. Okay, bedingt könnten wir uns auch hier noch ein bisschen heilen. Die Katze ist auch weg. Also alle aus der Stadt sind weg, außer der Bürgermeister, der Händler. Und dieser Hund. Ich hab's jetzt. Jeff ist der Teufel und du bist Gott, ne? Plot Twist. Akif hat das Spiel gelöst.